Kroll ist jetzt auch im Golfplatz. Der hat den Wagen nicht wiedergebracht nach deiner Ansage. Alles ja, und so. Die haben den kaputt hier bei uns abgestellt. Nein, nach deiner Ansage. See, aber Ryan weiß doch gar nicht, dass sie den... Ryan also, hat okay, gesagt, die sollen den da wieder hinbringen und das repariert. Und die haben ihn zu spät hingebracht und kaputt. Und daraufhin habe ich gesagt, ihr habt 24 Stunden Zeit, um die Karre hier vernünftig hinzustellen, ansonsten kommt ihr zu die Haie. Wo ist der? Und die 24 Stunden waren gestern um 10 Uhr abgelaufen, das heißt, die sind schon 18 Stunden. Okay, und wo ist der Kroll? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie den Richtung Hai gebracht. Also Alessios Ansage war, wenn er nicht rechtzeitig da ist, geht's Richtung Hai, sowas in der Art. Ich rufe mal Van Bach an. Oh, gut, dass du in einem SUV sitzt. Moin, wo seid ihr mit denen? Ach, ihr seid noch auf dem Weg. Okay. Ja, dann gehen wir wieder nach vorne. Okay. Und das Auto stand bei Krolls Dings da in Sandy Shores. Okay, aber in so einer runtergekommenen Hütte in Sandy Shores. Vielen Dank, bis gleich. See, und das war Kroll und Stefano hatten die Ansage. Ja, aus irgendeinem Grund haben die jetzt noch Laser dabei, aber keine Ahnung, was das wird. Die sind aber auch gut chill, ne? Ja. Vor allem, wisst ihr, was das Witzige ist? Bei meiner letzten Ansage an Hillblum vorgestern und ich habe ihm den Arsch anders aufgerissen, habe ich ihn irgendwas sinngemäß gefragt, so, weil er mir irgendwas nicht erzählt hat, bla bla. Habe ich ihm gesagt, so, gibt's sonst noch was du mir vielleicht erzählen solltest, so was ich wissen müsste, bla. Also, ich weiß nicht, auf sowas bezogen, sondern halt vielleicht noch sonstige Scheiße, die der halt noch gebaut hat. Wäre nicht spätestens das ein Zeitpunkt gewesen, mir das zu sagen? Und da will der? Der hat uns doch damals schon gesagt, er will dort irgendwelche Camacho-Rennen hinten auf der Pferderennbahn machen. Ja, das findet doch jetzt irgendwie übermorgen statt oder so. Und da will der einen Camacho tunen lassen, um dort Wettbetrug zu machen? Nee, das wird ja sicher... Idee. Sicherlich wird er das nicht machen, aber es ist halt vollkommen dumm, dem das so zu erzählen schon mal. Gesehen davon also, bringt dir der Chip da gar nichts, weil die werden sich sowieso wegrammen. Das ist so ein Zufall, wer da am Ende gewinnt. Ja, aber also darum geht's ja gerade gar nicht. Ja. Sondern was denkt er denn, kann der hinter unserem Rücken machen alles? Ich sag dir, das war schon, dass der die ganze Zeit, auch in der Zeit, in der du weg warst, stand er entweder auf deinem, Luis, oder Alessios Parkplatz, nie auf seinem. Hallo Kroll. Hi. Hi, schöne Sachen dabei, Kroll. Das, also... Sehr gut. So, geht wohl doch nicht zu Mami in die Heimat morgen. Moment, wieso, was passiert? Du gehst jetzt gleich schwimmen zu die Hai, ich hab's dir gesagt. Ich war gar noch, ich hab doch das alles... Das Auto war gestern Abend nicht da, wie abgemacht. Ja, aber ich hatte doch gar keine. Überhaupt gar keine. Keine. Was? Keine? Keine. Ich hatte gar keine Macht über die Fahrzeuge. Stefano meinte, er macht die Nacht durch und bringt den Wagen dann hier ganz frisch morgen her. Ja. Weißt du, wo ich den heute Morgen hergeholt habe? Ich habe den von der Polizei orten lassen und in irgendeiner ranzigen Garage in Sandy Shores gefunden. Wer wohnt denn da? Das ist natürlich Jose sein Wagen. Und wir haben ihn da geparkt, damit er nicht gediebstählt wird. Jose sein Wagen? Du wusstest aber schon, wo der Wagen wieder hin sollte, gestern Abend. Ja, deswegen wollte Stefano ja durchmachen, damit er den Wagen pünktlich mit den Dokumenten wieder hier abgeben kann. Ja, gut, aber pünktlich, wenn die Karre gestern Abend wieder hier stehen soll. Wie kann denn das dann heute Morgen oder wann auch immer pünktlich sein? Ja, ich musste meinen raus ausschlafen. Anscheinend hat er nicht die Nacht durchgemacht und ist ja problematisch jetzt gerade. Ihr seid fast 24 Stunden zu spät. Ja, das verstehe. Und der kam nicht hierher zurück, sondern der wurde geortet und dann hierher gebracht. Den müssen wir holen. Dann werde ich auf jeden Fall mein erstes Wörtchen mit Steffen. Ihr seid beide in dem gleichen Boot. Ich habe euch beiden. Ryan hat euch eine klare Ansage gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr das Auto hier wieder hinbringt, dann ist das heile Tippitoppi, kommt das hier auf den Hof zurück. Ihr bringt die Karre einen Tag später, auch noch zu spät. 20 Sekunden. Ja, und 20 Sekunden sind 20 Sekunden. Zu spät ist zu spät. Das war kein Vertrag, das war eine Abmachung mit euch beiden. Wir haben gestern keinen Vertrag geschlossen, beziehungsweise vorgestern. Ach, scheiße, Mann, denn. Aber ich konnte... Wolltest du mich beklauen? Nein, diesmal nicht. Bring den mal zum Hai. Nein, wieso denn der Hai? Ich hab doch gar keine Badesache. Bitte, der Hai ist wirklich gefährlich. Ich geh alleine dann schon vor. Nee. Du bleibst mal hier, du fährst mit mir im Golfcaddy mit Freundchen. Komm, ja, los. Und wo ist Stefano? Keine Ahnung. Ich hab noch nicht aufgefunden.
Und die wollen nämlich morgen, deswegen habe ich gesagt, müssen wir es heute noch machen, weil die wollen morgen in die Heimat zu Kreuz, weil Stefano Kreuz Mutter heiraten will. Und dann sind die irgendwie eine Woche oder zwei nicht da. Stefano ist Handy aus. Sieh, die hören einfach nicht rein. Die hören nicht. Ja, also das mit der Zeit, das ist vernachlässigbar. Aber ja, scheiß mal auf die nicht Zeit, nur, dass es die war, nicht die nur das kaputt war. Komplett Schrott. Also der war auch noch schrotter als vorher. Die haben das halt auch noch geheim halten wollen und erst gar nicht gesagt, dass da was war und so. Und wenn ich jetzt drum rumlaufe, passt das dann und sagt, ja, da hinten ist kaputt und so weiter. Also, ja, da ist auch noch ein bisschen problematisch abgelaufen. Der Rasen ist übrigens im Arsch. Das heißt, wegen Kroll muss ich jetzt hier auf dem Rasen fahren. Hm. Bedauerlich. Der Rasen. Da hoch, Kroll. Kann ich nochmal irgendwie drüber reden? Also. Worüber ich sollen wir denn noch reden? Ich hatte doch gar keinen Schlüssel für das Fahrzeug. Worüber sollen wir noch reden? Ich habe dir klipp und klar gesagt, was passiert. Alessio hat euch klipp und klar gesagt, was passiert. Ah! Jetzt würde ich ganz schnell ans Ufer schwimmen, aber ganz, ganz schnell. Oh, Hilfe. Oh, er kommt. Dum, 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 ui. Dum, dum. Oh, schade. Glück gehabt. Wenn du gestorben wärst, hätte sich das Problem schneller erledigt und ich hätte mir einige Worte gespart. Aber das war Rekord. Du hast ja wirklich einen Hai drin. Selbstverständlich. Aber du hast sogar... Guck mal, seine Tattoos auf der Brust. See. Ja, die kämpfen. Ui, zwei Haie. Ja, und einer wohnt da unten drin. Kampf. Ist zwar vielleicht keine artgerechte Haltung, aber das ist uns auch relativ egal. Tritt wieder nach vorne. Die leben im Dschungel. Herr Brathans, okay. Bitte. Ich kann Ihnen das alles erklären. Ich hab das ungute Gefühl, Goll, dass wir gleich noch Besuch kriegen. Ich hab das ungute Gefühl, dass du mich beklaut hast. Aber ich hab ja nichts davon gehabt, also wie kann und ich Leute, beklauen? Die mich beklauen, die dürfen mit dem Hai spielen gehen. Wer hat das Auto da oben hingestellt? Stefano? Stefano und war das. Ich. Weil ich und gesagt habe, da ist er sicher, dass es nicht geklaut wird. Bei uns auf dem Hof wird das auch nicht geklaut. Wie kann es sein, dass das gestern um 22 Uhr nicht wieder bei uns auf dem Hof stand, wenn das Ganze abgemacht gewesen ist? Ja, anscheinend hat er verpennt dann oder so. Ich habe mich dann nicht mehr drum gekümmert. Um wie viel Uhr bist denn du ins Bett gegangen? Ich bin erst gar nicht aus dem Wohnwagen rausgekommen. Das heißt, du warst gestern gar nicht da? Ja, ich habe mich auf Stefano vertraut. Selber schuld. Er meinte extra, ich schlafe draußen, ich mache heute durch und bringe ihn dann morgen früh zurück. Das wäre dann gestern früh gewesen. Ach ja, genau, ja. Ich habe ihn gestern, vorgestern geredet. Ablauf der Zeit. Wenn du gestern im Wohnwagen geblieben bist, muss das ja vorgestern gewesen sein. Ja, ich rede aus dem Tag, an dem es passiert ist. Also vorgestern. Mhm. Okay, also willst du mir sagen, wir sollten lieber Stefano umbringen anstatt dich? Ich bin eigentlich immer dafür, dass sie jemanden anderes umbringen sollten als mich, ja. Einfällt? Mhm. Weil ich bin halt wirklich auch eine angesehene Person mittlerweile das hier. Das Ding ist, halt mal die Schnauze, ja, das Ding ist, okay. Stefano wird uns den gleichen Müll auch erzählen. Der wird sagen, der Kroll hat gesagt, er bringt das weg. Dann sagt der Kroll, ach, aber Stefano hat gesagt, er bringt das weg. Ich kenne doch eure Scheiße. Ich hab euch vorgestern gesagt, ihr beiden haltet den Kopf hin. Ich schick euch zu dem Hai, wenn die Karriere nicht hinkommt. Wer das von euch macht, wie ihr das macht, ist mir komplett egal. Verarscht du mich nochmal, geht ihr mit dem Hai baden. Und Stefano wird uns genau die gleiche Scheiße erzählen. Na, wir haben auch noch Laser, der hat sich hier im Busch versteckt. Er wollte Kroll helfen, er wusste nicht, dass er von uns entführt ist. Wo ist er? Da unten steht er. In welchem verfickten Busch hat er sich versteckt? Ist da hinten, so auf halbem Weg zum Haus. Du musst ihn hinterher gefahren. Hast du sonst noch wen mitgebracht? Nur mein Finanzberater. Wer ist dein Finanzberater? Das? Ja, es ist nicht mein Finanzberater, ich wollte nirgendwo investieren. Hier, Klapskandidat. Donny. Laserschwert, komm ran. Wer uns ausspioniert, geht auch sterben. Dann bin ich ja nicht so ganz allein. No. Ich habe gehört, du möchtest dich auch zum Hai begeben. Ich wusste nicht, dass ihr das E-Mail genommen habt. Sorry. Du standst doch mit dem da oben, wie er freundlich bei uns ins Auto gebeten wurde. Ich weiß doch nicht, dass ihr das seid. Irgendwelche Leute in Anzügen, Alter. Und keine Ahnung, wem dieses Gelände hier gehören kann. Schrei hier nicht so rum. Der wurde nicht bedroht oder sonst was. Der wurde einfach freundlich ins Auto gebeten von der Dame. So, kommen wir zurück zum Thema. Alessio. Si. Dadurch, dass der alles die ganze Zeit auf Stefano schiebt und Stefano uns das Gleiche erzählen wird, ich würde Folgendes vorschlagen, damit wir auch was davon haben. Wir vertagen das Ganze hier. Stehen nicht wie ein Idiot. Oh wann? Ihr seid doch ab morgen nicht mehr da, oder nicht? Was heißt, ihr seid ab morgen nicht mehr da? Ja, ich fahr zu Mutti für 2 Wochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Stefano mitkommt, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon letzte Woche gebucht. Ja, gut, aber also ich meine, ich will euch ja beide haben.
Du stehst schon wieder wie ein Idiot. Ich stehe nicht wie ein Idiot. Entspannte Körperhaltung. Mit der Fokus auf Kroll, nicht auf Du mich. Siehst aus, als hast du Scheiße in der Hose. Ich verkneife mir alles. Gut, dann stehe ich nochmal. Weiter jetzt. Also ich würde vorschlagen, wir vertagen das Ganze und wir stellen Stefano und Kroll beide hier hin. Bin ich. Also, ich würde gerne Stefano und Kroll beide hier hinstellen und mir das Ganze von unten anschauen. Dann können die beide unter sich austragen, wer das denn jetzt gewesen ist. Und das Ganze hier oben endet dann, wenn der eine den anderen zum Hai geschmissen hat. Quasi die Miniaturversion der Hunger Games. Aber die Spriteule kommt doch eh jetzt nicht mehr wieder, wo du das weißt. Yes. Natürlich komme ich wieder. Wo soll ich hin? Meinst du? Ich bleib doch nicht zu Hause, seid ihr bekloppt? Ich glaube, dass wir das Problem beheben können. Das Hauptproblem wird sein, oder für dich, Kroll, wenn du nicht hierher, also solltest du hierher kommen, hast du eine 50-50 Chance. Stefano oder du? Wenn du nicht hierher kommst, ist eine 100% Chance, dass das nicht mehr so ganz wird. Ja, ist mir klar. Oder natürlich, wir sorgen einfach dafür, dass er sich seiner Situation noch gar nicht bewusst ist. Du meinst so ein bisschen Gurkensalat. Schläfentherapie. Gibt es einen Tag, an dem du nicht in Schwierigkeiten steckst? Nee, aber das ist eine gute Überleitung zu dem, was ich eigentlich Alessio vor kurzem gefragt habe. Aber dazu später. Was hast du gefragt? Jetzt? Wirklich? Ja, also, jetzt. Okay. Ich war ja schon mal vor 2 Tagen, glaube ich, war das, oder Alessio? Wo Kroll sich das Auto ausgeliehen hat mit Stefano. Oh nein, und da war ich in diesem schicken Anzug. Und ich habe ein bisschen, sagen wir mal, Alessio als auch Steinfeld war das, ins Herz schließen können. Hatte einen Anzug an und dachte mir, oh, wäre doch mal ganz cool zusammen, alle anderen Leute runterzumachen. War echt witzig, als ich da Kroll fast zusammengeschlagen habe. Musste lachen. Und deswegen habe ich gefragt, ob ich vielleicht für 2 Tage bei euch ein Praktikum machen darf. Hey, Kroll? Ja? Wirft hast du von Laser schon auf die Fresse bekommen? 7-mal, 8-mal. Hey, Kroll, das war aber, ne, wir haben das geklärt. Ja, wir haben Deal, ja. Kroll, komm mal mit gerade. Dennis auch. Dennis legt Kroll mal einen Baseballschläger ins Auto. Pack den einen Kofferraum. Du kannst dir Dennis rausnehmen und kannst Laser damit auf die Fresse hauen, um dich zu rächen für die ganzen Male, die er dich umgeschmiert hat. Schön. Und komm ja nicht wunderbar. Auf die Idee, den Baseballschläger in unsere Richtung zu schwingen, ansonsten hast du dieses Problem. Dann werde ich dich erschießen. Ja, das heißt das Problem dann. Ja. Laser, geh mal einen Schritt nach vorne und guck mal da runter. Oh nein, bitte nicht. Bitte. Das ist der Hai. Ich weiß... Jungs, komm mal ein Stück nach hinten. Sie extra für Kroll und Dings. Jetzt ist der. Oh, jetzt würde ich schnell schwimmen. Jetzt würde ich verdammt schnell schwimmen. Alter, der ist genauso doof. Du solltest schneller schwimmen. Ich bin draußen. Ich muss den länger nicht füttern. Glück gehabt. Ich muss aggressiver werden. Bleibt da unten am besten. Ihr seid einfach zu doof. Ihr seid zu doof, um auf einem Steg zu stehen. Allesamt. Der ist sehr glitschig da oben. Ey, Kroll, was hast du denn langes Schwarzes in der Hand? Für Kroll würde es eine Genugtuung sein, dir einfach in dein dämliches Maul zu schlagen. Welch dramatischer Höhepunkt. Kroll. Ja, so wendet sich das Blatt. Na? Erst willst du Mirael ausspannen und jetzt hau ich dir mit diesem Scheißknüppel die endlich mal in die Fresse. Halt die Fresse! Die ist keine Schlatt. Du bist Slut. Du hast doch gerade selbst gesagt. Du bist hier die Slut. Kroll? Ich glaube, du bist zu besoffen, um... Also... Oh Gott. Ich hau dir auf die Fresse. Ja, das hast du doch toll gemacht, Kroll. Das hast du gut gemacht. Und ja, du bist zu dämlich, um einen mit einem Gummiknüppel umzuklatschen. Er hat nicht mal Aua gesagt. Weil ja, du zu dämlich bist, ihn mit einem Gummiknüppel zu treffen. Falls du nicht gesehen hast, der hat gerade einen von hinten mit dem Baseballschläger gekriegt. Leg den Knüppel wieder ins Auto. Blöder. Johnny. So, aber wollen wir nicht, dass das hier für dich noch zu einem schönen Tag wird? Ja, Dola. Da, wo ihr hinkommt, Herr Kroll. Und das können Sie dann Herr Laser ausrichten, ja? Da haben Sie auf jeden Fall ein kuscheliges Bett, 4 Kopfkissen in einem Bett, also eigentlich ganz angenehm. Das Essen ist eher so geht so, aber ich habe mir sagen lassen, der Gurkensalat dort soll vorzüglich sein. Ja, ich richte es dann aus. Wo soll ich denn hin? Ja, ich wünsche guten Hunger. Hä? Die lernen es nicht. Die lernen es einfach nicht. Du kannst machen, was du willst, die lernen es nicht. Okay, was machen wir mit Hillblum? Erstmal reden. Boah,
schon. Ey, ja, ich hab erst mit dem geredet. Ich weiß von nichts. Ja. Ich kann dazu nichts beitragen, aber wenn da in letzter Zeit so viel vorgefallen ist, dann würde ich da nicht mehr reden wollen. So und so. Ich würde einfach sagen, wir gehen dahin, wir reden mit dem, wir bekommen Eindruck des Ganzen und reden dann zu viert nochmal und entscheiden uns dann. Ich würde ihm das Casino da von oben zeigen. Ey, das Ding ist, ich kann da nicht hingehen, nachdem ich dem vor 2 Tagen erst gesagt habe, Alter, das ist deine letzte Chance, ansonsten bist du raus beim Casino. Kann ich da nicht hingehen und sagen, ja, jetzt lass nochmal reden und dann bist du am Ende doch nicht raus. Weißt du, ich meine, am Ende mache ich mich komplett unglaubwürdig. Stehe ehrlich gesagt nicht, was sein Problem ist. Wir müssen ja nicht mit ihm reden. Lass uns einfach seine Sicht anhören und dann beratschlagen wir uns danach. Meinst du einfach hinfahren, hinstellen? Einfach mit einem Ben Tiger hinfahren, ihn mit den Sachen konfrontieren und dann am Ende kommentarlos gehen. Also wirklich kommentarlos umdrehen und fahren und den komplett im Dunkeln tapsen lassen, was mit ihm passiert. Ja. Also machen. Okay, komm. Also ich meine, wir können ihm ja eh nichts sagen. Kümmere dich darum, dass die 2 hier vom Notfallheli abgeholt werden. Wir fangen Hillblum umbringen. Sehr dramatisch. Also noch nicht ganz umbringen. Falls wir ihn ganz umbringen, dürft ihr natürlich dabei sein. Okay, geil, danke. Wir 4 in so einem Ding sehe ich uns ja schon, ne? Ich muss eigentlich fühlen, ne? ich fühle mehr, als ich sollte. Einfach der Reiche. Das ist ein Ben Tiger. Herr Papst, kommt an, ihr fahren. Warum steht ihr alle hier? Ja, weil wir hier warten. Wurde gesagt, am Eingang warten. Gary, altes Haus. Moin. Alle gut? Sie. Sehr schön. Okay, ja, die anderen sollten gleich da sein. Die haben eine Löschdecke über ein paar Leute gelegt. Alles klar. Ja, gut. Bis später. Bis später. Wir waren gerade vollzählig, bis auf Charles von Ramberg und Feora Watkins. Ja, aber gar nicht so wenige mittlerweile, wa? Nee, da sind viele. Das Problem ist, die geben den Leuten zu schnell rot. Haben wir schon, Alessio und ich haben denen das ein paar Mal gesagt jeweils. Jetzt hat auch Dennis gesagt, ja, ihr habt recht, jetzt haben wir die ersten Probleme damit. Wir haben den Leuten alle nach maximal einem Monat rot gegeben, die bei denen angefangen haben. Und das war zu früh. Wie der halt wirklich den Spitznamen Gary altes Haus hat, ne? Nur weil ich den nicht kannte damals, so kam das, glaube ich, ne? Ja. Also vorgestellt hat, das ist Gary altes Haus. Und dann erklärt er, dass er schon mal beim Casino gearbeitet hat. Ist die Frage, ob der überhaupt noch da ist. Soll ich ihn anrufen? Ich mach das. Geh mal kurz was zu essen kaufen dran. Ah, der hat sein Telefon aus. Ich glaube, der ist schlafen gegangen. Ja, Handy ist aus. Ja, dann wissen wir, was morgen zu tun ist. Das wird sehr, sehr unangenehm. Sieh, das geht ja schon hin. Nur wenn ihr ihn versenken wollt, dann wartet auf mich. Aber bei allen anderen ist ja nicht schlimm, wenn ich nicht da bin. Wir müssen ja eh nur zuhören. Sieh. Ey, das Ding ist, das passt mir eigentlich nicht in Kram, ne? Was? Ja, die ganze Story mit Hillblum. Ich dachte eigentlich nach meiner Ansage vorgestern, hätte das irgendwie gefruchtet und wäre jetzt irgendwie erstmal durch und das hier wird wieder anständig laufen. Ja, das ist halt was in der Vergangenheit war. Ich habe eigentlich wenig Bock, mich hier wieder selber ins Casino zu stellen. Nö, und Jackson ist auch keine Alternative. Und jetzt so jemanden, den wir gar nicht kennen, der jetzt für Hillblum gearbeitet hat, für 3 Wochen sowas zu übergeben. Nee, das ist keine Option tatsächlich. Gut, wir müssen gleich mal einmal über Finanzen sprechen. Schieß los. Ich hab Steinfeld. Dir das ganze Geld gegeben für den Golfplatz. Yassi, das Ding ist durch, da fehlt nur noch Louis sein Geld. Was für ein Geld? Immer noch für den Golfplatz, was ich hier schon 4-mal gesagt habe. Alter, nein! Was nein? Was für Geld? Ja, was diskutierst du da die ganze Zeit rum? Das kannst du bei Randoms machen, aber nicht bei mir. Wir zahlen immer den gleichen Anteil für alles. Warum sollst du das jetzt nicht bezahlen? Oder verstehe ich da was falsch? Ja, wer hat denn gesagt, dass du das Ding kaufen sollst? Wir alle. Wo ich noch... Nee. Ich habe dazu immer gesagt, dafür, ich fühle das nicht. Wenn du 4 Wochen nicht da bist. Dann was soll ich machen? Wenn das Ding kaufbar ist, dann muss man eine Entscheidung fällen, ob man kauft oder nicht, bevor es jemand anders kauft. Also willst du das nicht? Jungs, ich war 4 Wochen nicht da. War 4 Wochen alleine irgendwo eingesperrt. Sieh. Und jetzt kommt ihr mir um die Ecke, dass ihr direkt Kohle haben wollt. 800.000 ist ein bisschen viel. So, vielleicht erstmal komplett mal eine Runde aufklären, ohne die aktuellen, so was ist die letzten 4 Wochen passiert, warum haben wir das Ding gekauft? Nämlich, wo ich das letzte Mal hier stand,
war nämlich die Rede davon, dass wir hier eine Autovermietung haben und einfach das Ding nutzen. Und dann komme ich wieder und du haust mir direkt um die Ohren. Ja, Louis, ich krieg nur 800.000 von dir. Ist ein bisschen überrollt, oder? Das habe ich nicht direkt gemacht. Du meinst so, wie als ich damals gekommen bin und ihr den Club gekauft habt? Ja, weil du dich damals nicht vernünftig ausgedrückt hast. Und weil ich nicht da war, das Ding kaufbar gewesen ist und ihr das Ganze gekauft habt und dann zu mir kamt und gesagt habt, Brian, ich krieg noch Geld von dir, wir haben den Club gekauft. Ihr hättet den Club noch nicht mal kaufen müssen und trotzdem haben wir uns da alle gleichermaßen dran beteiligt. Du hast dich trotzdem da nicht vernünftig ausgedrückt. Sonst hätten wir das Ding ja gar nicht gekauft. Die Clubnummer ist ja durch. Das Geld ist wieder da. Fakt ist, das Ding wurde gekauft. Alle haben sich gleichermaßen daran beteiligt, auch wenn es unangenehm gewesen ist und wenn es sogar unnötig war zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung, also wir verdienen alle gemeinsam Geld, wir haben alle gemeinsam Ausgaben, weiß ich nicht, warum wir dann das andere Geld aufteilen sollten, wenn wir Ausgaben nicht aufteilen. Ich muss gestehen, ich war auch nicht glücklich über den Golfplatz. Du verstehst die Lage gerade nicht, oder? Doch. Nee, anscheinend nicht. Die Lage ist die, dass ich 4 Wochen nicht da war und mir gerne mal vernünftig aufgeklärt werden würde, ohne die ganze Zeit irgendwo hin und her zu fahren, dies, das zu machen, da jemanden runterzuschubsen. Einfach mal kurz drüber reden. Hier, das Ding haben wir gekauft, das ist unser neues Hauptquartier, fertig. Hast du ihm das nicht erzählt, Alessio? Und nicht wie Alessio vorgestern, hier gingen wir lang, weil wieder irgendeiner gewartet hat, da vorne an den Mercedes, dann gingen wir hier lang. Ach, übrigens, du, ich krieg nur 800.000 von dir. Ich hab dir gesagt, so war der Wortlaut. Ja, und was hab ich danach gesagt? Und dazu hab ich erstmal gesagt, nein. Du tust so, als ob ich gar nichts dazu gesagt hätte. Als ob ich hast nur gesagt du auch hätte, nicht. Das ist halt eine Lüge. Ich habe gesagt, ich krieg 800.000 von dir. Wir haben den Golfplatz gekauft. Der war kaufbar. Wir haben hier unsere Vermietung. Und deswegen haben wir den ganzen Bunker jetzt direkt gekauft. Warte, das ist der Anteil, den jeder bezahlt hat. Und ich habe nicht gesagt, du musst mir das jetzt geben oder so. Ich habe nur gesagt, damit du Bescheid weißt, dass das noch ein Posten ist, der offen ist. Ich bin auch nicht da gewesen, als das Ding gekauft worden ist. Steinfeld und Alessio sind da gewesen zu der Zeit. Ich kam auch irgendwann, ich wusste nicht, dass das Ding auf einmal kaufbar ist. See, das hat uns alle überrascht. Mir gesagt, dass sie das gekauft haben. Ich habe gesagt, okay, war das unbedingt notwendig, weil wir hatten sowieso die Erlaubnis der Justiz, unseren Autohandel hier zu machen, ob wir das Ding jetzt gekauft haben oder nicht. Ja genau, das war mein letzter War jetzt halt so. Also, warum soll ich dann die beiden auf den Kosten sitzen lassen, wenn das hier nun mal unser Aufenthaltsort ist, wir die Vermietung haben und so weiter? Ich meine, wenn ihr es unbedingt nicht haben wollt, verkaufen wir ihn halt wieder. Wo ist denn jetzt das Problem? Wo ist denn jetzt das Drama? Ja, das frage ich dich, Louis, du machst es. Nee, ich mache hier kein Drama. Es geht sich einfach darum, dass ich von Anfang an gegen den Golfplatz war. Dann haben wir hier die Vermietung gemacht, war ja auch in Ordnung soweit, alles war super. Und dann wird das Ding gekauft. So, es geht mir nicht um die 800.000. Aber es geht sich einfach darum, dass ich schon vor 2 Monaten gesagt habe, dass ich den Golfplatz nicht fühle. Ja gut, dann bist du halt raus. Dann musst du nichts bezahlen, ist okay, dann ist das nicht dein Golfplatz, du fühlst es nicht, ist in Ordnung. Also es bringt ja jetzt nichts, sich 5000 Jahre jetzt hier im Kreis zu drehen. See. Gut, dann ist das so. Wollen wir uns da vorne ein Stück weiter an die Straße stellen? Ich fühle das übrigens auch nicht mehr so, dich an den Verlosungen zu beteiligen. Muss mir gerade mal einen rauchen. Habgier nennt man das. Jo. Das ist relativ gleich. Von der letzten Verlosung haben wir jetzt die ganzen Autos bezahlt und bei der nächsten kommt nichts bei rein. Das ist nämlich jetzt die nächste Frage, Steinfeld. Hast du noch Geld offen, weil du jetzt die ganzen Autos und alles bezahlt hast? Was bekommst du noch? Also von mir kriegst du noch 350.000? Die gebe ich dir gleich. Ja, ich habe ja mit Tilblom eine Abrechnung vorher gemacht über die letzte Verlosung und ich habe das von dem Verlosungsgeld gezahlt. Du hast was von dem Verlosungsgeld gezahlt? Die Autos. Also die neuen Verlosungsautos. Achso, okay. Die alten bezahlt. Genau, ich habe die alten bezahlt und die neuen sind auf Rechnung, die habe ich noch nicht gezahlt, sondern das Geld habe ich erst noch einbehalten. Und das von dir gestern, das Auto, das war ja auch erst die Überlegung fürs Ding zusammen, deshalb läuft das auch. Von dir kriege ich dann noch die 350.000, die mache ich aufs Verlosungskonto. Dann kriegt jeder von uns noch, wenn wir es jetzt direkt auszahlen, je nachdem, was sind's, 400.000 oder 300.000, ob es jetzt durch 3 oder 4 geteilt ist. Also nicht besonders viel, weil halt das Geld rausging für die Autos. Und mit der Verlosung, die morgen ist, da kommen dann auch nochmal 200.000 oder so rein, nicht viel. So, ist überwiesen alles, jo. See, danke. So, aber es spät, Mädels, ich fahr nach Hause. Okay, auch rein. Ich wünsche euch was. Montag. Achso, ja, stimmt, du bist morgen nicht da. See. Ja. Alles klar, ich wünsche was. Gut, bis morgen. Like a real love, but it goes so fast. Oh.